irgendwem, der keine Rosinen mag, das ist nicht gut. Also das sind da Lebkuchengewürze oder so, das ist oder Zucker. Weil die meisten essen Amaranth ja immer nur salzig, aber ich mache mir so einen Brei. Aha. Dann machen wir einfach süß. Aber haust du dann Zucker rein? Oder? Das kommt drauf an, man, weil du, das kannst du durch die Rosinen auch sein, dass es so süß ist, dass man gar nichts mehr dazugeben muss. Aber ja, man kann, ich tue meistens dann auch Ahornsirup oder was dazu. Aber ja. Also um jetzt das einmal zusammenzufassen, unsere Erkenntnisse sozusagen. Wir wissen mittlerweile, dass wir alle miteinander das System am Leben erhalten, durch unsere Taten und Handlungen, die wir setzen. Das heißt, wenn wir das jetzt wissen, dass wir das tun, haben wir auch die Möglichkeit, das zu beenden. Langsam. Philosophie gibt es ja in dem Sinn nicht. Es gibt nur das Philosophieren. Das heißt, die Philosophie ist eine Tätigkeit, ist ein Gespräch. Das, was wir jetzt machen. Ja? Ja. Wenn Leute philosophische Bücher schreiben und Gedanken in Schrift festhalten, dann ist das, ja, es ist festgehalten, aber es ist jetzt in dem Sinn nicht, noch nicht Philosophie. Also es ist eigentlich nicht Philosophie. Erst wenn es wer liest, verarbeitet, dem anderen erzählt und darüber spricht, ist es gewissermaßen wieder Philosophie. Vorher ist das eine mehr oder weniger abgelegte, eingefrorene Sache. Noch nicht Sache. Genießbar, erst. Ja, genau. Und das wird zum Leben erweckt, ja. Noch einmal zum Leben erweckt. Das sind so wie Fotos einer Freundschaft. Ja. Das sind Dokumente davon, aber sie ersetzen nicht die Freundschaft. Okay. Ja. Und in der Philosophie steckt ja auch die Freundschaft als Begriff drin, die Philia. Mhm. Das ist sozusagen die Freundschaft zur Weisheit. Ja. Und unsere Rolle ist, das ein bisschen anzuleiten und anzuregen, den Leuten beim Nachdenken zu helfen. Haut aber wie die Geschichte uns zeigt, weil Philosophie gibt es ja schon sehr lange. Mhm. Ja? Ich weiß nicht, wie lange gibt es Philosophie? Ich sage jetzt sehr lange, aber. In unserer Tradition so 2.500 Jahre. Das ist schon relativ eine lange Zeit. Ja? Haben viele gescheit geredet, gescheite Bücher geschrieben, ja? Haben viele zum Nachdenken angeregt, ja? Aber geändert hat es bis jetzt nichts. Und die wenigsten Menschen wissen, woher die Ideen kommen, die sagen, sie unbewusst in sich tragen. Genau. Ja? Mhm. Wenn man sagen, da sie ein bisschen die Muße hat und Zeit nimmt, sozusagen, sich die Geschichte anzuschauen, dann ist man eigentlich sagen, nur noch amüsiert und ein bisschen ernüchtert als sagen, mit der ideengeschichtlichen Perspektive. Man sieht, wie sehr sich Dinge wiederholen. Ja? Mhm. Man sieht sagen, Dinge, die als neue Rezepte verkauft werden, sieht man vor Jahrhunderten schon formuliert und in einer größeren Klarheit und in einem sagen, viel breiteren Meinungsspektrum artikuliert, als das heute der Fall ist. Also im historischen Vergleich leben wir in einer relativ flach wurzelnden Zeit, was sagen, die Ideen betrifft. Ja, die Obrigkeit wird so empfunden, dass sie gar nicht mehr die Obrigkeit ist. Ja? Also die Leute fühlen sich den Politikern überlegen, viele Leute. Viele Leute sagen, Politiker sind mittlerweile so schlecht geworden, dass wir sie nicht mehr respektieren. Ja. Nein, es sind auf jeden Fall nicht die Gescheiteren, die Tüchtigeren. Ja. Was auch sind immer. Sie nicht mehr. Ne? Also man sagt eigentlich, die Blödesten gehen in die Politik in Wirklichkeit. Also da musst du schon einen ganzen Weg durchlaufen, es wird ausgesiebt und die Blödesten schaffen es dann bis ganz nach oben. Die wirklich richtige Frage ist, was ist Dummheit? Ich muss erst einmal meine Dummheit erkennen, um überhaupt darüber nachdenken zu können, was ist Intelligenz. Ja, wenn ich aber die eigene Dummheit nicht erkennen kann, werde ich nie über Intelligenz sprechen können. Ja. Also ich glaube, jemand, der heute überhaupt keine Wut verspürt, ist entweder total apathisch oder nicht ganz dicht. Ne? Oder Systemtrottel wahrscheinlich. Nur, also der große Unterschied ist, wütend sind Menschen immer. Ich kann auf den Nachbarn wütend sein oder auf den, der meinen Parkplatz wegnimmt oder auf meinen Lebenspartner, auf die Kinder wütend sein. Nur jetzt ist es so, dass es offenbar eine Wut ist, die sich gegen keine bestimmte Person richtet. Ja, das ist eine systemische Wut. Also, dass man einfach die Schuld im Äußeren sucht, aber nicht im Inneren und nicht einmal anfängt, über sich selber nachzudenken. Ja? Und dann fällt ihm als wahrer Schuldiger das System ein. Ja? Gibt es ein System? Wirklich? Gibt es ein System? Das heißt für mich, gibt es so jemanden, der wir schimpfen auf das System? Ja, das System, das System, das System. Ja? Gibt es da jemanden, der gesagt hat, okay, ich baue jetzt das System und ich bediene das System und das ist meine Erfindung und alle müssen nach dem System jetzt funktionieren. Das geht in die Richtung Verschwörungstheorie, dass da ein paar Familien gibt, die das System erfunden haben. Oder ist System nichts anderes wie eine Gedankenform, die nichts Reales ist, sondern ist es etwas,
was nicht angreifbar und nicht begreifbar ist und deswegen auch für uns nicht zu bekämpfen ist, weil es ja nichts ist. Vielleicht einmal eine Beobachtung. Ja? Also sehr viele Leute nehmen das System so wahr, dass sie in Situationen sind, die sie nicht mehr verändern können oder meinen, nicht mehr verändern zu können. Ja? Dass sie sehr viele Vorschriften haben, viele Zetteln ausfüllen müssen, in Situationen stecken, die sie bedrücken. Ja? Und das wird System genannt. Ja? Das ist also was Großes, was also über mich hereinbricht. Das ist aber nur eine Beobachtung. Ich glaube, daher kommt das überhaupt, diese Vorstellung. Das Hauptgeschäftsmodell dahinter ist ja, Aufmerksamkeit zu generieren, sodass du wieder Werbung schalten kannst. Die teuersten Sendeplätze sind für die Werbung von den Nachrichten. Für die Nachrichten zum Beispiel, weil ja alle gerne Nachrichten schauen, genau. Weil man dort ja erfährt, was auf der Welt, man muss informiert sein. Ne? Eine der Hauptsäulen des Systems ist sicher die Information. Dann hast du halt 100 verschiedene Meinungen und siehst dich nicht mehr raus. Und das ist das Problem auch bei der Information. Du kannst jetzt 100 Webseiten anschauen, kannst 1000 Webseiten anschauen. Die Widersprüche nehmen zu, nicht ab. Ja? Die Zweifel werden größer und nicht geringer. Das heißt, wenn man jetzt einem Systemtrottel einen Tipp geben kann, wie er sich an meinen Spaß macht, dass er dem System Energie entzieht und es nicht füttert, sage ich, okay, 14 Tage keine Information. Das heißt, keine Nachrichten im Radio, keine im Fernsehen, keine Zeit im Bild, gar nichts, keine Zeitung lesen und einfach einmal schauen, wie geht es mir damit. Was passiert? Und was passiert? Geht mir wirklich was so? Werde ich am Sonntag schon unlocker und denke, oh, jetzt will ich schon gar nicht wissen, was los war? Ne? Werde ich dümmer? Ja. Ja? Halten wir an dafür blöd oder was? Ja? Wenn irgendwann an einem Montag ja, in ganz Österreich plötzlich niemand eine Tageszeitung haben will in der Trafik, steht das vielleicht sogar am nächsten oder am übernächsten noch in der Zeitung? Das mit sicher. Ja? Ja, es ist auch sehr gut für die Seelenhygiene. Also. Ist, glaube ich, auch nicht strafbar, gespürt, wenn man keinen Fernseher hat, ist nicht strafbar. Noch nicht strafbar. Aber ja. Also die Agenten kommen schon vorbei und glauben dir das nicht so einfach, dass du wirklich keinen Fernseher hast. Ja, das ist schon. Das musst du sehr genau wissen. Ja. Kein Fernseher, das kann nicht sein. Nicht? Ja. Es gibt kein Bildungssystem. Es gibt ein Ausbildungssystem. Es gibt zu viel System und zu wenig Bildung. Ja. Ja, weil was ist Bildung aus philosophischer Sicht? Ich sage es jetzt einmal aus meiner Sicht. Ist Bildung wäre, wenn ich die Möglichkeit habe, die Talente, die in mir schlummern, zu erkennen, während ich heranwachse, drauf komme, hey, was für Fertigkeiten habe ich, was für Fähigkeiten habe ich, was interessiert mich, das auszubauen, ja, und dann irgendwann über mich hinauszuwachsen. Das heißt, eigentlich größer zu werden, als ich geplant wäre vielleicht. Ja. Und wenn ich dann größer werde, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich das dann den Nachkommen auch wieder weitergebe, dass man größer werden kann. Das heißt, dann würde der Mensch auch irgendwann einmal vielleicht es schaffen, wirklich Mensch zu werden und nicht im Raubaffentum stecken zu bleiben. Der Grund des Schulzwangs war immer militärischer. Es geht darum, wirklich sagen, abgerichtete, potenzielle Wehrtätige hervorzubringen. Und früher waren die Leute auch sehr ehrlich darüber. Also die Machthaber, die das eingeführt haben, haben das ganz ehrlich gesagt, darum geht es. Ja? Deswegen hast du das Uniformen und das Aufmarschieren früher im Schulhof. Das war alles Vorbereitung auf militärische Ausbildung. Kanonenfutter ja? Züchten. Ja. Ja. Genau, Kanonenfutter züchten. Ja? Das ist ein Problem. Das andere ist die Aufklärung. Also durchaus ein positiver Beweggrund auch gewesen. Ja, man will durchaus jedem was mitgeben und man glaubt, dass die Eltern sind zu blöd dafür, das zu tun. Das stimmt manchmal auch, ja, aber man verstärkt das natürlich dadurch, indem man die Verantwortung abnimmt. Die einzige Möglichkeit, Verantwortung zu lernen, ist sie zu haben. Ich kann mir nur vorleben, wie man denkt, dass es gut ist, weil mein Leben ein gutes Leben ist. Ja. Entweder er, dass sie nimmt, der andere nicht. Ja. Das Problem ist nur, dass die unseren Kindern was vorleben sollten, ein ganz grausiges Leben oft haben. Und jetzt vermeiden wollen, dass die Kinder dasselbe Leben haben wie sie. Das verstehe ich aber. Ja, und daher aber sie woanders hinschicken. Ja, ja. Anstatt, bevor ich Kinder in die Welt setze, mir zu überlegen, wie ändere ich mein Leben, dass ich einem Kind ein gutes Vorbild sein kann. Mhm. Wenn man von Bildung spricht, spricht man immer davon, dass man da etwas konsumieren kann. Ne? Also ich habe ein Recht auf Bildung und die kommen jetzt da kommen und mich bilden. Ne? Und dass man vielleicht auf die Idee kommt, dass man selber gebildet sein will, das Thema wird gar nicht mehr gespielt, habe ich den Eindruck. Ja, ja. Das kriegst du einfach reingestellt. Ja. Der springende Punkt, warum wollen wir überhaupt Bildung haben und ausgebildet? Weil uns erzählt wird, wenn du eine umso bessere Bildung, umso größer deine Chance. Auf was? Mehr Geld zum Beispiel. Mehr Geld, ja. Genau. Mehr Geld, ja.
Und da muss ich die Frage stellen, macht es dann glücklich? Ja? Also wenn er heutzutage einen Beruf erlernt, weil es will, der will Tischler werden oder Schloss einfach, weil er manuell arbeiten darf, was ich sehr gut verstehen kann. Ja? Ja? Na, um Gottes Willen, was soll denn aus dir werden? Ja, aber, ja, aber find heute in Wien einen guten Schmied oder Schlosser, der dich ausbildet. Das wirst du schwer tun. Wie so ein Arbeitsleben ausschaut, ist 5 Tage in der Woche, von Montag bis Freitag, meistens etwas machen, was keinen Spaß macht. Ja, als praktisch keine Wiedergutmachung bekommt man dann auch Geld. Und das wird dann in der wenigen Freizeit, die einem bleibt, möglichst uneffizient am Shuttlecard. Verpulvert, verschossen. Verpulvert, ja. Es gibt also unterschiedliche Auffassungen von Arbeit. Im Deutschen, der deutschen Sprache kommt das nicht so gut durch. Im Englischen gibt es 2 Worte, Labor and Work. Mhm. Labor ist die Zwangsarbeit oder die erzwungene Arbeit. Mhm. Und Work ist die Berufung und das Werk, das wir vollbringen. Ja, mhm. Das sind 2 verschiedene Art und Weisen des Arbeitens. Ein großer Aspekt ist da schon, sagen die Freiheit zu haben. Nicht? Wir meisten vermeinen, in der freiesten aller Zeiten zu leben. Die Zahl an Lohnabhängigen war noch nicht so groß wie heute. Mhm. Ja. Die Zahl der Selbstständigen ist unglaublich gering. Ja. Und so, wenn man so die klassische antike Definition von Sklaverei hernimmt, sagen als Menschen, die sich nicht eigene Ziele setzen können, einfach leben, in einer Zeit mit einer relativ hohen Sklavenquote. Man könnte wirklich sagen, dass wenn Aristoteles, von dem ist diese berühmte Definition, wenn der Aristoteles hierher kommen würde und schauen würde, was da für eine Gesellschaftsform ist und ein bisschen Zeit hätte und das studieren könnt, würde er vielleicht sagen, dass das, er würde einiges sagen, er würde sagen, unter anderem ist es eine Sklavenhaltergesellschaft, ja, genauso wie bei uns damals. Ne? Ja. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass sich meine Studenten an der Uni unglaublich schwer tun, damit eine Berufung zu finden oder einen Sinn zu finden. Und das liegt daran, dass sie eine relativ narzisstische Perspektive haben. Ja. Immer nur aus der Warte, sie sagen, aber ich hätte gern. Ja. Und wo kriege ich was? Ja. Ich muss sagen, erst die Perspektive haben, okay, wem könnte ich helfen? Wer braucht mich? Das Wichtigste ist, glaube ich, wenn wir jetzt auf eine Krise zusteuern, und das ist damals im Filmbereich, nicht nur auf eine wirtschaftliche Krise, auf ganz, ganz, ganz viele Bereiche gibt es, wo es Krisensituationen gibt für mich. Ja. Wenn ich schon vorher diesen Plan B für mich habe, dass ich sage, okay, diese Krise ändert nichts an meinem Leben, weil mein Leben ganz was anderes ist. Ich spiele zwar jetzt nur mit bei dem System, ich bin ja noch dabei. Ja. Aber es geht darum, was ist eigentlich der schlimmste Fall? Was ist der schlimmste Fall? Ja. Also, wo ist der Boden? Ja. Ja. Was für ein anderer Fall der Glücksfall ist. Wenn ich verloren habe, dann kann mir eigentlich nichts mehr passieren. Ja. Und das ist sagen, auch eine weitere Strategie neben der Askese, so eine klassische Strategie des Kriegers, der versucht, sagen, die allergrößte Angst, die es gibt, die Angst vom Tod zu verlieren. Und er sagt, okay, das Allerschlimmste, was uns passieren kann, ist, dass ich stirbe. Nein, das kann nicht passieren, das passiert da. Das passiert da. Das ist ja das. Das passiert nicht sowieso. Es ist nicht so, dass du sagst, da habe ich Angst vor dem Tod, das will ich nicht. Das geht nicht. Du stirbst. Das ist nur eine Frage des Zeitpunkts. Klar, wie oft wir Geld gesagt haben, obwohl es gerade um Geld gegangen ist. Ja. Ja. Das ist Symptom einer materialistischen Zeit, aber auch ein Hinweis darauf, dass da was im Argen liegt. Ja. Mhm. Ja, und das ist sicher so eine richtige Erkenntnis. Schwierig zu sagen, was da vorher war und was nachher kommt. Das ist ein Henne-Ei-Problem. Ich hoffe auf den Crash, sag's wie es ist. Geldsystem da war. Ja, haben wir schon gehört. Ja, was war das? Mitzi Blue? Mitzi Blue. 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 Blue.